Also ich habe meine Annonce schon gelesen, über was das geht. Also heute sprechen wir über Glyphosat, über Elektrosmog, Chemtrails und noch ein paar Sachen. Und ihr wisst ja, dass ich auch ab diesem Jahr wieder euch Jahresgesundheitsprogramm angeboten habe, wo wir jedes Monat etwas anderes machen, bestimmte Gesundheitsprogramme und so unsere Körper unterstützen, Ausscheidungsorgane aktivieren, Ausscheidungswege freimachen und unsere Körper insgesamt kräftigen, unterstützen, dementsprechend auch unsere Gesundheit. Und heute geht es um die Stoffe, die eher ja, fragwürdig sind oder unsere Körper auch schädigen können. Das, wie gesagt, überlasse ich euch, diese Entscheidung oder diese Schlussfolgerungen. Heute informiere ich euch über ein paar Sachen, die mich selber praktisch ja immer stark interessieren und auch ein bisschen ja, dazu bewegen, auch euch das weiterzugeben, warum wir eigentlich uns entschlacken sollen, entgiften sollen, Detoxkuren machen, Darmreinigungskuren machen, Leber reinigen, unterstützen und so weiter und so weiter. Warum machen wir das eigentlich? Ja, viele Ursachen kennt ihr schon im Bereich, aber über die Umweltgifte haben wir noch nicht so viel gesprochen, deswegen werde ich vorschlagen, dass wir das nachholen. Und zwar zuerst, was die Glyphosat angeht. Also Glyphosat insgesamt, also weiß schon jeder, das ist eine Unkrautvernichtungsmittel und von also Firma Monsanto, die 2018 von deutschen Unternehmer Bayer übernommen wurde. Und diese Mittel ja, hat fast jeder, der seine Garten irgendwie von Unkraut befreien soll, also auch in großen Massen angewendet und so weiter. Das zerstört praktisch Unkraut und diese Kraut ist aber sehr wichtig für unsere Insekten. Also wir haben dementsprechend auch weniger Insekten und das zerstört die gesamte sehr empfindliche Ökosystem. Übrigens, wir sind auch Teil davon. Also von Insekten ernähren sich Vögel, von einem Singvogel. Und ich muss ja sagen, wer schon mal ja, die Klangen gelauscht hat, muss bestätigen, dass diese Klänge sehr entspannend, sehr beruhigend, stressabbauend auf unsere Psyche wirken. Also die Klang von dem Singvogel. Und das natürlich wird immer weniger und weniger. Das kann ich wirklich bestätigen. In meiner Umgebung waren wir dahergezogen und zwar noch nichts da war, außer pure Natur. Der Gesang von Vogel war wirklich wunderbar und jetzt ist das wirklich sehr, sehr selten geworden. Was die Insekten angeht, hier muss ich Bienen benennen an die erste Stelle. Also sie sterben tatsächlich aus. Und stellt dir vor, welche Verbindung hier gibt es. Es ist so, dass Elektrosmog kann von einem bestimmten natürlichen Mittel abgeleitet werden oder entgiftet werden oder wie gesagt ferngehalten werden, wenn wir den innerlich einnehmen. Dieser Stoff heißt Propolis. Und jetzt frage ich euch, wer der Propolis produziert. Ja, seht ihr hier gewisse Parallele? Ja, natürlich die Bienen. In 1997 wurde eine Studie veröffentlicht, oder wie gesagt, das hat Dr. Dietrich Klingert gemacht, also bekannter Arzt, der für Entgiftung steht und alles fast davon weiß, wo er Chemtrails untersucht und hat nachgewiesen, dass es so kleine Plastikpartikel sind, die unter anderem Schwermetalle, Aluminium enthalten und so weiter und auch Glyphosat. Glyphosat, wie gesagt, gibt es schon lange nicht nur auf unseren Pflanzen drauf, sondern wirklich überall und auch in die Luft. Also wir atmen das ein. Außer Glyphosat kommt da auch noch eine bestimmte Bakterium ins Spiel, also die auch in diese Chemtrails nachgewiesen wurde. Das heißt Borrelien. Das ist schon Spirochäten, also spiralförmige Bakterien. Und also frage ich euch, was denkt ihr, wie lange dauert es, bis wirklich die Bakterie von unserem Mund bis zu After gelangt? Also wenn es wirklich auf die Mundschleimhaut gesetzt wird, wie lange dauert, bis die am After sichtbar wird? Werdet ihr nie erraten, das dauert nur 2 Sekunden. Das wurde bei Hunden untersucht. Die haben dann die Hunden radioaktiv markierte Borrelien draufgesetzt auf die Zunge. Nach 2 Sekunden
sind diese Bakterien am After nachgewiesen worden, die gleiche praktisch. Das ist ja fast mit enormer Geschwindigkeit von A nach B. Und deswegen hat unser Immunsystem auch sehr, sehr große Schwierigkeit, diese Bakterien ja nachzuverfolgen und die zu vernichten, weil unsere Immunzellen bewegen sich viel, viel langsamer. Das geht gar nicht so schnell. Da muss ich immer an die Filme Harry Potter denken. In einem Teil davon, Hermine, erstarrt praktisch diese fliegende kleine Geistbiester, die sehr, sehr, sehr flink geflogen sind und viele Unheil angerichtet haben. Doch hat sie ihren Zauberstab gezogen und mit einem Zauberspruch hat sie praktisch ja nicht komplett zu erstarren gebracht, sondern die waren dann viel, viel langsamer und dann können die einsammeln und wieder einsperren. Und Borrelien, das ist auch was Ähnliches. Und dieser Zauberstab ist nichts anderes als Bienengift. Bienengift, von allem ein Stoff, die da drin enthalten ist, das heißt Melitin, kann bis zu 50% von Borrelien also tatsächlich schon töten und auch die verlangsamen. Also wie diese Geister werden sie immer langsamer fliegen, so dass auch unser Immunsystem hat eine Chance, die zu vernichten. Und wie gesagt, ja, durch Glyphosat werden ja auch die Bienen also um die Umweg praktisch vernichtet. Also es wird immer weniger und weniger. Und man weiß ja, dass Borrelien verursachen diese Lumerborreliose, also die Erkrankung, die man auch als Chamäleon bezeichnet. Die hat sehr, sehr viele Gesichter. Je nachdem, wo Borrelien sich ansiedeln, können unterschiedliche Symptome sein, die nach Jahren oder sogar nach Jahrzehnten auftreten, sodass kein Mensch drauf kommt, dass es tatsächlich Borrelien war. Und es ist schon überhaupt nicht mehr wichtig, ob dich Zecke gebissen hat oder nicht. Wie gesagt, Dr. Dietrich Klingert sagt, dass es tatsächlich in diesem Chemtrail schon drin. Also warum dass das jetzt, wie gesagt, tatsächlich Chemtrails und nicht einfache Trails durch das Verbrennung? Also die einfache Abgase aus den Flugzeugen, die sollen nach ca. 30 bis 60 Sekunden komplett verschwinden von dem Himmel. Das ist natürliche Reaktion, das geht gar nicht anders. Gell? Die Chemtrails bleiben aber sehr, sehr lange Zeit. Man sieht ja, wie die Streifen immer breiter werden und bis zu mehrere Stunden auf dem Himmel bleiben. Das geht nur, wie gesagt, wenn da bestimmte chemische Substanzen drin sind, da bestimmte Metallverbindungen drin sind. Und wie gesagt, der hat auch Foto gezeigt auf einem Vortrag, wie diese Gefäße ausschauen in Flugzeugen mit diesen Chemtrails und so weiter. Also mit diesen chemischen Substanzen. Ja, dann noch eine große Sache, was die Chemtrails betrifft. Also ich bleibe jetzt kurz bei den Chemtrails. Das ist die Plastik und dieser Aluminium-Gemisch. Der hat große Nachteile. Also Aluminium selber, der führt zu kognitive chronische Dysfunktion mit so Nebel im Gehirn, mit chronischer Müdigkeit, Fibromyalgie, das ist alles so Zeichen von von erhöhter Aluminiumbelastung. Und wenn wir sich vorstellen, dass Chemtrails ja in die Luft schweben, dann resorbieren die auch großen Teil von Sonnenstrahlungen ab. So können die auch auf Klima einwirken. Also das kenne ich schon in Russland zum Beispiel, wo ich herstamme, ist ja am 9. Mai immer Parade auf dem Roten Platz und dort war immer ein blauer Himmel, egal was, wo, jetzt welches Wetter herrscht, da war immer blauer Himmel, weil, wie gesagt, da waren spezielle Flugzeuge in die Luft gesetzt, die dann diese chemische Substanzen versprüht haben, um praktisch schöne Wetter zu machen. Genau das funktioniert auch hier, also hier wird Klima eher kälter dann, wenn es versprüht wird. Und ich frage mich auch, ob diese chemischen Substanzen nicht wirklich lebenswichtige Sonnenstrahlungen absorbieren oder weghalten von der Erde, die zum Beispiel für Produktion von Vitamin D notwendig sind. Weil ich sehe, also wie gesagt, als Heilpraktikerin auch, dass es tatsächlich eine enorme Störung, also was die Menge von Vitamin D in die Blut eingeht, kommt. Also fast jeder Patient hat sehr, sehr niedrige Spiegel von diesem Vitamin, der auch zu Hormonen eigentlich gehört. Und der ist zuständig wiederum für die Gene, nicht nur Reparation von Genen, sondern der schiebt krankhafte Gene nach hinten, dass sie nicht abgelesen werden und gute, wie gesagt, hebt vor.
Und so verhindert das praktisch, wie irgendwelche Krankheiten bekommen. Also hier sehe ich wieder so Parallele. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehe da schon irgendwie, da, schon wieder, dass es irgendwie ja mit Gedacht gemacht wurde und nicht einfach so. Und noch eine interessante Sache, hier gehen wir wieder zu Elektrosmog. Luft enthält immer Feuchtigkeit. Also diese Wasser, was in Luft ist, muss hexagonale Struktur haben, also sechseckige Struktur, die aufeinander praktisch so wie Bienenwaben wiederum, Bienen ausschaut. Die ist in der Lage, wirklich Elektrosmog von uns fernzuhalten. Und damit diese Wasser in die Luft hexagonale Struktur einnimmt, brauchen wir auch bestimmte Sonnenstrahlungen. Ich glaube, so im infraroten Bereich braucht man da. Und wenn wieder diese Chemtrails das abfangen können, dann frage ich euch ja, warum, und also frage ich nicht, aber ich weiß dann, warum die Elektrosmog dann so schädlich wirkt. Ja? Und genau die gleiche geschieht in unserem Körper. Also hexagonale Wasser in unserem Körper kann wirklich Elektrosmog fernhalten und hier hilft auch die zu trinken. Also die Trinkwasser, die wir trinken müssen, tatsächlich muss hexagonal sein, nicht H2O, sondern H3O2. Und nur diese Wasser kann man wirklich Trinkwasser nennen. Man kann es selber übrigens zubereiten. Also im Coral Club gibt es hier eine ganz gute Mittelchen dafür. Ganz natürliche, das heißt Coral Mine, mineralische Komposition mit Korallenzange und ein paar Mittel. Und wenn man das noch verstärken will, also wirklich, dass diese Wasser auch starke antioxidative Eigenschaften hat, die uns auch viel Elektronen spenden, dann kann man auch H-500 dazu geben. Minus 500, das ist die Ladung, die dann Wasser bekommt. Okay, dann noch eine sehr interessante Sache, die ich auch so entdeckt habe für mich und möchte mit euch teilen. Das sind die wieder Chemtrails, die auf die Meeresoberfläche sich ja absiedeln praktisch und so eine feine Schicht bilden. Fast unsichtbare Schicht, aber der hat seine Folge. Die Sauerstoff, die wir in die Luft haben, ist notwendig, um Energie zu produzieren. Also wenn wir den einatmen, um einfach zu überleben. Ohne Sauerstoff, weiß jeder, sind wir nach 2 Minuten schon ohnmächtig. Nach 5 Minuten kommen irreversible Schaden an unserem Gehirn und dann sind wir auch tot. Ganz schnell geht es. Und es wurde beobachtet, dass Sauerstoffgehalt in die Luft immer weiter zurückgeht. Also von 30%, wie früher war, haben wir jetzt zurzeit nur 17%. Und Sauerstoff wird bekanntlich von den Pflanzen produziert, aber nicht nur von den Bäumen. Die größte Menge von Sauerstoff entsteht tatsächlich durch unsere Algen. Und Algen befinden sich, wie gesagt, in diesen Ozeanen, im Meereswasser. Wie gesagt, Ozeanoberfläche auf der Erde ist viel, viel größer als die Kontinentenoberfläche, gell? Und noch größer natürlich als die Waldgebiete. Das ist also sehr, sehr große Menge. Deswegen, wie gesagt, Sauerstoff wird von Algen die größte Menge abgegeben. Und wenn dieser feine Stoff von Chemtrails auf die Meeresoberfläche liegt, dann kann das nicht mehr abgegeben werden. Das ist wirklich sehr interessant. Und ja, ohne Sauerstoff irgendwann ist alles vorbei. Ich habe auch in Bibel, ich weiß nicht, wer Bibel gelesen hat, sehr Interessantes darüber gefunden, wo ich auch so gewisse Parallele sehe oder ziehe. Das kann jeder für sich entscheiden, was er denkt, aber ich erzähle ich euch meine Meinung oder was ich da gesehen habe. Zum Beispiel in Offenbarung an Johannes, glaube ich, war das, gibt es eine Teil, wo über die 7 Katastrophen erzählt wird, wo praktisch 7 Engel mit 7 goldenen Schalen gekommen. In diese 7 goldenen Schalen waren die 7 Katastrophen für die Menschheit. Und die erste Schale, also erste Katastrophe war, dass die ganze, also die Menschen haben schmerzhafte Tumoren bekommen, die sie sehr gequält haben. Also Krebs ist jetzt auch auf Vormarsch. Zweite Katastrophe war, dass die ganze Ozeanwasser, also Salzwasser vergiftet wurde und alle Meeresbewohner gestorben sind. Auch unter Umständen die Algen, also die sind auch gewisse Meeresbewohner, kann man das so nennen, gell? Dritte Katastrophe war, dass die Süßwasser verseucht wurde und ja, ohne Wasser können wir auch nicht lange überleben. Dann sind noch ein paar Katastrophen und die letzte war also die, die praktisch die ganze Luft verseucht hat.
Also wenn Sauerstoff aus der Luft rausgefiltert wird, dann können wir nicht mehr überleben, nicht mehr atmen, nicht mehr Energie zu produzieren. Energie wird in Mitochondrien produziert und dafür braucht sie auch Sauerstoff. Es gibt Zellen, wie gesagt, die auch ohne Sauerstoff arbeiten. Das sind die Tumorzellen, gell? Also die produzieren, produzieren ihre Energie durch Gärungsprozesse. Die brauchen keinen Sauerstoff. Also hier sehe ich wieder so viele Parallelen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber liest ihr das, schaut das an. Also tatsächlich ist es sehr, sehr interessante Sachen. Okay, dann gehen wir weiter. Was wieder Glyphosat angeht, was macht er noch so alles? Er erweichert die Bindegewebe. Ihr müsst wissen, das Bindegewebe ist es eigentlich Kaskar, also alles, was uns betrifft, also nicht nur Haut und Haare und Nägel, das ist auch Knorpel, Bandscheiben, das ist Knochen, das sind Muskel, das sind auch Verbindungen zwischen den Zellen, also ist das ganze Kaskar, also alles, was unsere Struktur ausmacht. Ohne die fallen die einfach zusammen. Und da Glyphosat ist abkömmlich von einer bestimmten Aminosäure, die Bindegewebe herstellt, also stehen sie immer in Konkurrenz zueinander. Diese Aminosäure heißt Glycin. Also, und hier können wir auch dagegen steuern, indem wir Bindegewebeaufbau mit bestimmten Mitteln unterstützen. Und in Coral Club gibt es ganz gute Mittel dazu, Promarin Kollagenpeptid. Also das hilft euch, die Bindegewebe wiederherzustellen, so dass die Glyphosat nicht an die Stelle Glycin eingebaut wird, sondern diese Glycin seine Stelle nimmt und Glyphosat keinen Platz hat im Körper und wird ausgeschieden. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also diese Glycin früher wurde wirklich als Zusatzstoff sogar verwendet in so künstliche Bestandteil. Das war, glaube ich, E640, wenn ich mich nicht irre. Das kann man wirklich dann auch so kaufen. Es wurde aus der Kohle gewonnen, dieser Stoff. Ganz natürlich wieder. Ja, dann, es wirkt auch auf den Stoffwechsel von einer bestimmten Aminosäure, die für Pflanzen wichtig, aber auch für unsere Darmbakterien wichtig ist. Deswegen, wie gesagt, sterben auch diese Pflanzen durch Glyphosat, aber auch unsere Darmbakterien geht es dabei nicht gut. Und wenn Darmbakterien zerstört werden, wird auch unsere Darmepithel, Darmgewebe sehr leiden. Jeder hat bestimmt schon von so Syndrom von löcherigen Darm gehört, sogenannte Leaky Gut-Syndrom. Das entsteht übrigens dadurch, dass die Epithelzellen nicht gut versorgt werden mit Stoffen, die auch diese Bakterien ständig produzieren. Die Schleimschicht wird abgebaut, auch Verdauung wird dadurch immer schlechter. Und die Bakterien bilden auch sehr viel Stoffe, die wir aus Nahrung kaum resorbieren können oder die ja in kleinen Mengen nur enthalten sind. So zum Beispiel bilden Bakterien sehr wichtige Vitamin K oder auch Vitamin C. Habt ihr bestimmt schon gehört, dass menschliche Körper Vitamin C nicht produzieren kann? Auch Primaten, bestimmte Primaten und Meerschweinchen können das nicht, aber unsere Bakterien, die können das, meine Lieben. Und Vitamin C aus der Nahrung zu bekommen, ist das zurzeit sehr, sehr schwierig. Warum? Weil das oxidiert sehr, sehr schnell. Also wenn wir Apfel von dem Baum nehmen und sofort essen, ist es super. An einer halben Stunde ist doch schon fast Hälfte weniger von Vitamin C oder die oxidiert und wird zum freien Radikal. Und nach Wochen, da ist schon nichts mehr drin, meine Lieben. Also das geht nicht. Deswegen liebe ich ja Sprossen. Ich züchte die und esse immer wieder direkt, wie gesagt, von dem. Genau, ich habe ja keine Möglichkeit, hier große Bäume einzupflanzen und viele haben einfach überhaupt keinen Garten. Dann ist die Sprossen eine sehr, sehr gute Alternative und natürlich gesunde Darmflora. Und Glyphosat zerstört unsere Darmflora. Ja. Und Vitamin C ist notwendig, also nicht nur Glycin, sondern auch Vitamin C ist notwendig, um die Bindegewebe herzustellen. Weil ich habe ja vorher gesagt, hexagonale Wasser in unserem Körper schirmt praktisch das Elektrosmog ab. Aber die muss erst gebunden werden im Körper. Ja? Und was bindet die hexagonale Wasser im Körper? Kollagen, also Bindegewebstrukturen. Also schon wieder solche Parallele, gell? Alles miteinander verbunden. Okay,
Und gestörte Darmflora kann auch Grund für Übergewicht sein, für die Diabetes, Autoimmunerkrankungen. Also wenn Darm löchrig wird, stellt ihr vor, kommen Stoffe im Körper, im Blutkreislauf, im Lymphsystem, die niemals da rein sollen. Also das geht nicht. Reagiert natürlich Immunsystem drauf und irgendwann über die Jahre entsteht eine Autoimmunerkrankung. Das kann rheumatische Erkrankung sein, das kann Diabetes Typ 1 sein, das kann autoimmune Thyreoiditis sein, also Schilddrüsenproblem und, und. Auch Depressionen können gestörte Darmflora verursachen durch Störung von einem bestimmten Stoffwechsel, von einem bestimmten Aminosäure, Tryptophan heißt das. Das habe ich euch schon erzählt, also schaut auch auf diesem Kanal Video darüber. Und Tryptophan können wir auch aus der Nahrung nicht aufnehmen. Wir können nur eine Vorstufe von Tryptophan also nehmen. Das ist Grifonia-Pflanze, kennt jeder, enthält also Vorstufe von Tryptophan. Also so können wir das ein bisschen abmildern. Aber das ist wirklich allein Grifonia zu essen, bringt uns wenig. Also wir müssen wirklich einfach systematisch vorgehen. Deswegen biete ich euch ja dieses Jahresprogramm, wo wir das wirklich Schritt für Schritt nachgehen, um alles das aus dem Weg zu schaffen. Okay, dann Nahrungsmittelunverträglichkeit ist auch ein großes Problem, wenn wir löchrige Darm haben, weil viele Proteine, also nicht verdaute Proteine oder Peptiden gelangen in Blut und dann reagiert wieder unser Immunsystem und entstehen allergische Reaktionen oder Unverträglichkeiten, weil Proteine oder Eiweiß von fremden Substanzen hat in unserem Blut nichts verloren. Es muss in unserem Verdauungstrakt unter Umständen auch durch unsere Bakterien erst auf Aminosäuren zerlegt sein. Aminosäuren sind bei allen Lebewesen gleich, deswegen reagiert das Immunsystem nicht darauf und attackiert sie nicht. Aber fremde Eiweiße, das ist wie Bakterien, wie Parasiten auch und Stoffe von Pflanzen oder Fleisch, das gehört nicht in unseren Körper, das kennt unser Körper nicht, das sind fremde DNA drin, deswegen attackiert das natürlich Immunsystem, deswegen kommt zu diesen Reaktionen. Und wie gesagt, Glyphosat verstärkt dieses Problem. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankung, die zurzeit als Punkt Nummer 1 bei Sterblichkeit gesehen wird, kommen dadurch, dass diese Stoffe auch Gefäße zerstören, attackieren. Also nicht nur die Stoffe, sondern auch Immunsystem, die dabei überreagiert. Und diese Stoffe können bis zu Gehirn gelangen und dort abgelagert werden. Also von allem diese fremden Proteine. Es kommt dazu noch, dass Elektrosmog die Blut-Hirn-Schranke erweitert. Also durchlässig macht und dann können diese Stoffe unverhindert reinkommen und zu solchen Problemen wie Alzheimer führen oder Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Konzentrationsstörungen, Kurzzeitgedächtnisstörungen. Es wurde tatsächlich schon so gedacht, dass bis zum Jahr 2025 keine normale Kinder geboren werden, die normal sich ja mit, also bei denen die nicht Immunsystem, sondern Nervensystem normal funktioniert. So stellt ihr euch vor, keine einzige wird normal sein. Also ja, dann, also das ist jetzt, was die Glyphosat angeht. Dann möchte ich noch weiter zu Elektrosmog ein paar Sachen sagen. Also Elektrosmog kann in unseren Zellen bestimmte Löcher bohren oder bestimmte Proteine aktivieren, die Tore bilden, also die Öffnungen in die Zellmembran bilden, sogenannte Viroporine. Die können auch durch das Virus aktiviert werden, aber Elektrosmog macht das auch. Und wenn Zellmembran löchrig wird, also diese Viroporine aktiviert werden, dann strömt in die Zelle enorme Masse von Kalzium, was unter normalen Umständen niemals der Fall ist. Zelle entscheidet immer selber, wann sie Kalzium braucht, dann aktiviert sie diese Viroporine oder diese Öffnungen. Hier geschieht es, wie gesagt, von selbst und Kalzium strömt in die Zelle. Das führt zu enormer Radikalbildung, also freie Radikale. Das sind aggressive Moleküle, die unsere Zellen zerstören können, nicht nur die Zellen. Ich zeige euch jetzt ein Bild, das hier steht. Momentchen. So, also das ist jetzt die Zelle und freie Radikale.
die durch das enorme Anstrengen von Calcium gebildet werden, können praktisch Zellmembran selber zerstören. Also Zellmembran, das ist Gehirn von der Zelle. Also wenn Zellmembran nicht mehr da ist, dann ist die Zelle auch nicht mehr da. Können Mitochondrien zerstören. Ich habe ja erzählt, Energie wird in Mitochondrien gebaut und Mitochondrien haben noch ganze Reihe unterschiedliche wichtige Sachen für unseren Körper. Es können freie Radikale können auch unsere DNA zerstören, wo unsere Geninformation drin liegt, oder die verändern, sodass die Zelle nicht mehr weiß, was sie machen soll, dass sie ja sozusagen spinnen anfängt und unter Umständen zu genetischen Veränderungen kommen kann oder zum Krebs. Und freie Radikale können auch Rezeptoren an die Zellen zerstören. So können bestimmte Stoffe nicht mehr auf die Zelle wirken und nicht mehr bestimmte Informationen an die Zelle weitergeben. So kann es zum Beispiel zu Insulinresistenz kommen, wo Rezeptor für Insulin blockiert wird. Ja, das sind die freien Radikale. Und wie ich schon gesagt habe, wir können mit Antioxidantien dagegen eingehen, aber Körper hat auch selber viele antioxidative Stoffe, zum Beispiel Melatonin. Viele kennen diesen Stoff unter dem Schlafhormon, aber das ist der stärkste Antioxidant, den Körper selber herstellt. Und hier kommt wieder, dass die Melatonin auch eine, ja, also braucht Tryptophan, über den ich geredet habe. Also ohne Tryptophan gibt es kein Serotonin und ohne Serotonin gibt es kein Melatonin. Das ist praktisch eine Kaskade, die viele Enzyme auch braucht. Und wenn wir gestörte Darmmilieu haben, habe ich schon in einem Video über Depression erzählt, dass auch Melatonin nicht mehr gebildet wird. Und ja, das ist schon schwierig. Deswegen müssen wir hier vorsorgen an alle Ebenen, die uns zur Verfügung stehen. Gut, dann, wie gesagt, diese starke Einstrom von Calcium führt zu dieser Bildung von freien Radikalen, das nennen wir nitrosativer Stress, da entsteht sehr viel Peroxynitrit. Aber auch normale Stoffwechsel, bei normalen Stoffwechseln stehen immer wieder freie Radikale, die neutralisiert werden sollen. Dafür sorgt spezielle Enzym, Superoxiddismutase nennt man die. Und bevor sie diese freie Radikale ja zerstört oder umwandelt, muss sie erst finden. Und diese Verbindung zwischen diesem Enzym, die freie Radikale abbaut, und diesem freien Radikal, ist nur möglich, wenn Körper hexagonale Wasser besitzt. Also hier schon wieder dieser Zusammenhang. Ohne hexagonale Wasser kann Superoxiddismutase nicht die freie Radikal finden und vernichten. So kann er sich mit anderen freien Radikalen verbinden und auch zur Bildung von Peroxynitrit und nitrosativen Stress führen. Deswegen hexagonale Wasser selbst machen zu Hause ist leichter als nie. Und bitte, nur wer macht, kann auch was spüren. Gehen wir weiter. Also über Proteinablagerung im Gehirn habe ich schon gesagt. Das wurde tatsächlich auf die Mäuse untersucht. Also Maus vor der Bestrahlung und Maus nach der Bestrahlung. Also einfach mit Handy, nicht mit irgendwas anderem, was wir auch täglich machen, telefonieren. Und dann haben das Gehirn untersucht. Da waren im Büro im Gehirn diese Proteinablagerungen. Gut, dann gehen wir weiter zu Glyphosat wieder. Glyphosat ist in der Lage, Aluminium zu verschleiern. Und Aluminium führt ja auch zu allen neurologischen Symptomen, wie ich schon gesagt habe, Demenz, Parkinson, Alzheimer, also fast keiner von diesen Erkrankungen geht ohne Aluminium. Genau gesagt, keiner von den Erkrankungen geht ohne Aluminium. Bei Alzheimer ist übrigens auch Borrelien sehr wichtig, die ich schon genannt habe. Und Borrelien, also Alzheimer ist nichts anderes als diese Neurospirochitose. Also Spirocheten sind ja Borrelien, diese schraubförmige. Und Neurospirochitose ist das nichts anderes als Alzheimer. Es wurde in 2011 diese Sachen veröffentlichen und schon in 1986 haben Wissenschaftler darüber geredet. Okay, Aluminium-Test, also ob man Aluminium im Körper hat, ist sehr schwierig zu machen. Nur bestimmte kündliche Ärzte können das, also mit normalen
Schwermetalltest geht es nicht leider. Deswegen ist das immer in Ordnung bei vielen, weil viele kennen das gar nicht. Das ist nicht möglich, so Aluminium nachzustellen, also festzustellen. Ja. Was jetzt noch Glyphosat angeht, in Industrie wird es als Gelat, genau, als Gelatmittel verwendet. Also der hat Möglichkeit, Mineralien zu binden. Körper braucht aber gewisse Mineralien, und zwar sehr viele Mineralien. Und diese Eigenschaft natürlich ist auch schädlich für uns auf Dauer. Gut. Der Glyphosat ist wasserlöslich, deswegen ist naiv zu denken, dass Biomittel, also Bio-Nahrstoff oder Bio-Pflanzen oder Nahrung, die Glyphosat nicht enthält, weil der geht irgendwann auch in Grundwasser und Pflanzen können das aufnehmen. Aber in größerer Menge ist natürlich Glyphosat enthalten in genveränderte Pflanzen. Das ist an erster Stelle Soja, Mais, auch Baumwolle. Aber wenn jemand denkt, dass es nur Vegetarier betrifft, da irrt er sich, weil auch Milch, auch Fleisch, auch übrigens Bier und Wein enthalten Glyphosat und sogar Babynahrung ist voll davon. Das ist wirklich schwierig. Und Wasser übrigens auch. Auch bei Umkehrosmoseanlage müsst ihr aufpassen. Es wurden Untersuchungen gemacht, dass die nur 50% von Glyphosat ausfiltert. Da braucht man spezielle Glyphosatfilter dazu. Und da sagt manchmal niemand euch und ihr glaubt, dass es alles raus ist und tatsächlich bleibt 50% Glyphosat übrig. Und dann habe ich euch noch gesagt, was die Glukoseunverträglichkeit angeht oder Zöliakie-Symptomen. Glyphosat kann übrigens die gleichen Symptome verursachen. Das hat eine Wissenschaftler nachgewiesen, der hat mit Fischen experimentiert, der heißt Anthony Sample. Also sein Team hat mit Fischen experimentiert und geschaut, dass durch erhöhte Glyphosatbelastung die Probleme mit Schleimhaut haben, also mit Verdauungstrakt haben, also Verdauungsenzyme gehen nach unten, Bakterien im Darm gehen nach unten oder verändern sich. Es kommt zu gestörter Haut, Schleimhautbildung und zu Verschleimung von den Zotten. Also die Mikrovilli, die Zotten von Darm gehen zurück. Also alles, was wir eigentlich von der Zöliakie kennen. Natürlich die Gluten in Pflanzen ist jetzt auch sehr, sehr hoch gezüchtet worden. Aber in Verbindung mit Glyphosat ist das noch schlimmer geworden. Dann schauen wir jetzt noch ein paar Sachen, was die Elektrosmog angeht. Also Elektrosmog kann auch unsere Proteine schädigen. Also insgesamt gibt es 150.000 davon, die jetzt so erforscht wurde. Gibt es bestimmt noch mehrere, die nicht erforscht wurde. Und eine Studie aus Athen, aus Uni Athen 2012 gemacht wurde, zeigt, dass man praktisch bis zu ein Drittel von diesen Proteine mit Elektrosmog zerstören kann. Und was sind die Proteine? Ich habe ja schon gesagt, das ist zum Beispiel Bindegewebe gehört dazu, aber das sind auch unsere Hormone. Zum Beispiel Hormon Insulin ist nichts anderes als ein Peptidhormon, deswegen können wir den nicht essen, nur spritzen, weil sonst wird er im Darm auf Aminosäure zerlegt und verliert seine Wirkung. Proteine sind auch Eindockstelle an die Zelle, die haben auch Proteinstruktur. Deswegen, wenn die zerstört werden, kann Zelle nicht verschiedene Informationen bekommen und weiß nicht, was sie zu tun hat. Und Proteine ist das eigentlich ja die gesamte Struktur von uns. Das kann zu Insulinresistenz führen, zu Schlaganfall, zu alle ganze Reihe verschiedener Problemen, weil auch Enzyme teilweise sind Proteine und Enzyme, das sind Beschleuniger in unserem Körper, die verschiedene Reaktionen beschleunigen, so sparen die enorm viel Energie. Und wenn ein einziges Enzym fehlt, dann ist die ganze Kaskade unterbrochen. Ich habe ja schon gesagt, zum Beispiel Glyphosat greift den Stoffwechsel von einer bestimmten Aminosäure, weil die bestimmte Enzyme da blockiert. Und so kann auch an jeder Stelle irgendwas blockiert sein, was wichtig ist. Dann kommt es wirklich zu ernsthaften Erkrankungen. Aber ich weiß nicht, was jetzt in unserem Körper nicht wichtig war.
Und so werden wir immer älter, schneller älter oder bekommen, wie gesagt, bestimmte Leiden. In 2007 hat auch ein Wissenschaftler Georg Karlow nachgewiesen, dass Elektrosmog auch Enzyme für Entgiftung von Schwermetallen zerstören. Also sehen wir schon wieder erhöhte Schwermetallbelastung und Elektrosmog dazu führen, dass wir gar nicht die entgiften können. Dann Elektrosmog führt auch zu Histaminintoleranz, weil der auch diese bestimmte Enzym zerstört, die Histamin abbaut. Darüber, also über Histaminintoleranz und über diese Enzym habe ich auf meinem Video auf YouTube erzählt. Mein YouTube-Kanal heißt Schule für natürliche Gesundheit von Anna Bledau. Schaut das an. Also Histaminintoleranz, Anna Bledau eingeben, dann kommt es schon. Genau, und wie gesagt, was man da machen kann, um diese Enzyme wieder herzustellen, schaut es dann auch in diesem Video. Und wie gesagt, bei Elektrosmogbelastung müssen wir das machen, sonst werden wir immer mehr Allergien und Unverträglichkeiten haben. Und noch eine Sache, was die Strahlungsfrequenz angeht. Eine Wissenschaftler aus MI6-Team hat herausgefunden, dass bestimmte Frequenz von 2,4 Gigahertz kann zu also Menschen in mehrere Generationen unfruchtbar machen. Und genau diese Frequenz, also genau diese Mikrowellen, wird von unserem ja, Sendefunk benutzt. Also das hat 3G schon drin gehabt. Und dann 4G wurde das übertragen und bei 5G kommen noch zusätzliche Frequenzen dazu. Bei 2,4 bleibt. Und zwar, wie gesagt, in China nicht, komischerweise. Also das, wie gesagt, zerstört auch unsere Fähigkeit, sich fortzupflanzen und zu was das führt, könnt ihr euch ausrechnen. Na gut, das sind die wichtigsten Sachen, was ich euch sagen wollte. Und noch ein paar kurze, ja, so Anstoßpunkte, wie man das vermeiden kann. Also wenn wir über Elektrosmog reden, dann habe ich schon gesagt, dass Propolis zum Beispiel kann Elektrosmog abweisen, auch die Rosmarin-Tinktur, Melatonin unbedingt, also die Tryptophan-Vorstufe braucht man in Grifonia-Pflanze. Und natürlich abschirmende Maßnahmen zu Hause. Also jeder soll wirklich seine Computerbildschirm abschirmen, seine Handy, seine WLAN-Einlage. Ich habe ja euch über diese Viroporine erzählt. Durch Viroporine wird ein Strom von Kalzium in die Zelle auf die tausendfache verstärkt. Versteht's? Wenn dazu noch Coronavirus kommt, die eh diese Viroporine aktiviert, dann könnt ihr euch das Ganze ausmalen. Also ich verwende da diese Aufkleber von Coral Club, Neutronic heißen die, auf die Handy, auf die WLAN, auf alle elektronischen Geräte, auf die Bildschirme kann man das kleben, kosten wirklich 12 Euro oder so, 12,50. Sind immer sehr schnell in Deutschland ausverkauft, weil in Deutschland irgendwie sind Menschen da ein bisschen mehr sensibilisiert, was das angeht. Ja, über Sensibilisierung übrigens Melatonin, der hemmt die Elektrosmog-Sensibilität. Also Menschen, die das wirklich in großer Menge produzieren, normale Menge produzieren, die gut schlafen, das ist also Hauptkriterium, haben auch weniger diese Sensibilität gegen Elektrosmog. Übrigens, wenn man Melatonin oral einnimmt, bringt das überhaupt nicht, weil das wird sehr, sehr schnell abgebaut durch das Leber-First-Pass-Effekt. Also Leber baut ja alles, was wir im Mund stecken, ab und da kommt es gar nichts an, da wo es reingehört. Deswegen nur auf die Haut schmieren, vor von Cremes, verschiedene Cremes gibt es da, kann man das irgendwie machen. Aber wie gesagt, Körper kann das selber herstellen, wenn man denn auch notwendige Stoffe nimmt, gibt, also die 5-Hydroxytryptophan in Form von Grifonia und auch Darmflora-Unterstützung. Glyphosat müssen wir dafür entgiften. Gell? Glyphosat können wir mit Aufbau von Bindegewebe unterstützen, wie gesagt, mit dieser Kollagenpeptid oder Glycin-Aminosäure. Auch Huminsäure, die in Moor enthalten ist, kann das auch machen. Alge parallel eingeben, geben, das Chlorella-Alge, die sehr starke Bindungskapazität hat, was die Schwermetalle angeht, was Aluminium angeht, was Blei, Cadmium angeht. Hier muss man aber aufpassen. Bei Chlorella, wenn wir weniger als 10 nehmen,
kommen diese Schwermetalle ins Blut. Also die macht sie locker praktisch aus dem Bindegewebe, sagt der Büro, und kommt es ins Blut. Damit es aber gebunden wird und ausscheidenfähig gemacht wird, braucht man ca. 10 Chlorella-Presslinie dreimal am Tag. Sonst, wie gesagt, wird das mobilisiert, die ganze Gift, aber nicht entsorgt. Und das wollen wir ja nicht, gell? Weil das kann wirklich schlimme Symptome verursachen. Also, dass wenn die Metalle beginnen zu wandern von einer Stelle zu anderen, das ist nicht gut. Also wir müssen da bestimmte Schema verfolgen auch. Deswegen macht ihr das nicht selber, sondern mit einem erfahrenen Therapeut, die euch ein bestimmtes Schema gibt. Und überhaupt für jede diese Sache hier gibt es ein bestimmtes Protokoll, die man führen, verfolgen muss, damit es nicht schlimmer wird. Ja, gut, Aluminium oder Nervensystem können wir ganz gut durch das Koriander entgiften, Koriander-Tinktur, da gibt es auch bestimmtes Schema, wie man das einnimmt, also nicht selber machen. Und auch was Borrelien angeht, hier ist auch eine sehr interessante Sache. Bei uns im Club gibt es ja Mittel Bioluron für die Bindegewebe, also das ist Hyaluronsäure, eine bestimmte Zusammensetzung, die im Darm nicht abgebaut wird, sondern im Körper kommt. Die Menschen, die das getrunken haben, bei denen gleich so eine Erleichterung da war, also Bandscheiben aufgehört zu schmerzen. Und erinnert euch, ich habe euch über Borrelien erzählt. Borrelien ernähren sich von Hyaluronsäure, deswegen lieben die auch Bandscheiben, weil da sind Hyaluron in größte Menge drin. Und diese ganze Bandscheibengeschichten, das ist nicht nur ausgesprungene Bandscheiben, also Bandscheibenvorfall, sondern einfach Entzündungen, die Borrelien verursachen. Weil wenn Bandscheibe einfach ausgesprungen hat, dann merken wenige Menschen was davon, außer das drückt direkt auf den Nerv. Aber Entzündungen, das merken wir alle. Und deswegen, wenn wir Hyaluronsäure nehmen, also diese Bioluron, also mit normaler Hyaluronsäure funktioniert das nicht, weil die wird dann im Darm zerlegt, wieder auf die Aminosäure. Aber Bioluron, der hat bestimmte Struktur, spezielle Struktur, deswegen kostet ja auch ein bisschen mehr, die nicht abgebaut wird. Also dann stürzen sich Borrelien auf diese Hyaluronsäure, die gehen praktisch aus die ganze Gewebe heraus, aus die Bandscheiben, und hier kommen praktisch also diese Erleichterung, also diese Entzündung kann abgeheilt werden. Und hier ist es sehr wichtig, dass bei dir auch dann bindet diese Borrelien und ausscheidet. Da gibt es auch spezielle Mittel davon. Also ich mache das auch in meiner Praxis, biete das an und habe sehr, sehr große Erfolge damit. Okay, das war jetzt alles, was ich euch erzählen wollte. Oder es gibt natürlich viel, viel mehr Sachen, aber die wichtigsten habe ich euch genannt. Also vielleicht seht ihr auch diese gewisse Parallele, die ich euch genannt habe, die ich persönlich sehe. Überlegt ihr euch und werde euch gerne Fragen beantworten, wenn wer irgendwelche hat. Stellt ihr jetzt im Chat. Wer Lust hat, kann es gerne auch meine Jahresprogramm mitmachen. Wir sind jetzt beim Darmreinigung angelangt. Also im Januar haben wir gelernt, wie man täglich entgiftet. Im Februar haben wir Antiparasitenkur gemacht. Im März haben wir Leberreinigung gemacht. Sind jetzt beim Darmreinigung. Dann machen wir weiter Lymphreinigung und so weiter. Also ihr könnt hier jederzeit einsteigen und mitmachen. Okay? Ist überhaupt kein Problem. Geht ganz, ganz easy. So, was ihr machen müsst, einfach mich kontaktieren, ja, einfach indirekt schreiben oder unterhalb von diesem Video Kommentar schreiben, dann erzähle ich euch, wie das geht. Meine Unterstützung inklusive, kostenlos. So, also keine weiteren Fragen. Ich hoffe, dass diese Information euch wichtig war oder nützlich war. Wenn ja, dann unterstützt mich mit paar Likes, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!